Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar hier auf der Lit Lounge, auf Mystica TV, auf Facebook, wo immer Sie das ansehen. Und heute habe ich mal wieder die Ehre, mit dem großartigen Dr. Wolf-Dieter Staul zusammen sprechen zu dürfen. Grüß dich, ich grüße dich. Ja. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Das ist das vierte Webinar schon. Und heute mal geht es mal um ein Thema, von dem gar nicht so viele Menschen genaueres wissen in deinem Leben, nämlich deine Zeit in den USA. Du hast ein sehr originelles, spannendes, toll zu lesendes Buch geschrieben, Mein amerikanischer Kulturschock, meine Jugend unter Hillbillys, Blumenkindern und Rednecks. Und ich selber war noch nie in den USA, das heißt, ich mache mit dir jetzt diese Reise mit und bin sehr gespannt, was du dazu erzählen hast. Und Ihnen noch zwei, drei Infos. Sie können natürlich wie immer Fragen stellen. Diese Fragen finden Sie, Sie finden unter dem Video bei der Lit Lounge ein Fenster. Da können Sie Ihren Namen reinschreiben, müssen aber nicht, kann auch Anonymous oder sowas. Und drunter schreiben Sie einfach Ihre Frage. Wir empfangen die Fragen, ich kriege die hereingereicht und wir werden natürlich so bestmöglichst alle Fragen beantworten. Ein paar sind schon vorher eingetrudelt. Also herzlich willkommen. Ihr könnt Fragen stellen, sowohl zu Amerika, zur Kultur, aber natürlich werden sich auch viele für dein Pflanzenwissen interessieren. Also das ist erlaubt. Wir sind dabei ganz easy und ganz offen und ganz locker. Wolf-Dieter, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich habe gehört, du kommst auch gerade aus den USA, bist noch ein bisschen im Jetlag. Wie geht's dir gerade? Ich bin noch ein bisschen in diesem Zeitverschiebungskoller. Wir kamen aus New York, da hatte ich einen Vortrag und habe für Pflanzenfreunde. Und habe gesehen, was da läuft. Die Yuppies, diese Young Urban Professionals, die Gutverdiener und so weiter, die gehen jetzt immer mehr zu pflanzlichen Präparaten, um so ihre Wehwehchen zu behandeln, anstatt dass sie die konventionellen pharmazeutischen Produkte nehmen. Ich habe gemerkt, das sind ganz teure Präparate, das sind Mischungen und dergleichen, aber pflanzlicher, organisch-pflanzlicher Basis. Leider viel zu teuer und die Kräuter an sich, die sind nicht zu finden. Und der Chef dort, der mich eingeladen hat, der hatte gerade so schwere Grippe, der hat mir gar nicht mal die Hand gegeben. Und er hat mir dann erzählt von dem, was jetzt in Amerika läuft. Ich habe ihn gefragt, ja, mit deiner Grippe nimm doch Holunderblütentee. Also das ist schweißtreibend, immunstärkend und sowas. Aber ich hatte gar nicht gewusst. Das müssen so teure Präparate sein. Er sagt, aber die laufen wunderbar in Amerika jetzt, besonders bei den jüngeren, professionellen Leuten. Und seine Sorge ist, dass die Großkonzerne sich das unter den Nagel reißen. Also da entsteht ein neuer Markt. Aber da können wir eigentlich das abkürzen und uns einfach die Pflanzen direkt holen, vor der Haustür oder am Waldrand oder wo immer. Ja gut, aber immerhin ein Trend zu mehr Gesundheit. Das ist wunderbar, aber sauteuer. Ja, und es war sozusagen eine Wiederkehr in die USA, weil du dort lange Zeit gelebt hast. Du hast ja auch alte Städte nochmal angesehen. Da können wir ganz am Ende nochmal drauf zurückkommen, wie diese Orte jetzt aussehen, die wir jetzt gleich in deiner Geschichte hören. Du bist nämlich im Alter von 11 Jahren in die USA mit deinen Eltern gezogen. Was war da so der Grund und wie waren so deine ersten Erlebnisse? Naja, das war eben die Nachkriegszeit. Da war das Wirtschaftswunder, hat noch nicht gegriffen. Das war im Frühling 1954. Und da gab es auch noch keine interkontinentalen Flüge, da musste man mit dem Schiff gehen. Und 10 Tage dauerte das, ehe man ankam. Und ich hatte wie die Kinder hier, also damals so kurze Hosen, so eine Art Lederhosen und dann die Haare, die so ins Gesicht fielen. Und ja, und meine Tante in Ohio, als sie mich sah, das geht doch nicht. Ich musste gleich am nächsten Tag, hat sie mich in diesem riesen Auto, habe noch nie so ein Auto gesehen, also normaler amerikanischer Straßenkreuzer, in die Stadt zu Woolworths und da kriegte ich mein erstes Leibchen, also das nennt man heutzutage T-Shirt und die ersten Jeans und dann wurden mir die Haare geschoren und dann sagte sie, Wolf-Dieter, das geht nicht.
Wolf, da haben die anderen Kinder Angst, Wolf, Wolf. Mhm. Und Dieter klingt wie Dieter, jemand, der auf Diät ist. Und da hieß ich dann Walter. Ah, Walter. Ja, Walter. Wie lange hieß du da? Ich denke nur ein paar Sekunden, weil ich nie darauf reagiert hatte. Ja. Aber ich weiß warum, weil ihr Bruder, es war ein Deutsch-Amerikaner, aber der ist im Krieg gefallen auf der amerikanischen Seite. Die Familie waren Pazifisten, aber er war eingezogen worden und das war der einzige Bruder. Und da wollten sie ihren Bruder wieder haben. Das habe ich aber erst später erfahren. Ja. Ja. Ja, und du hattest, glaube ich, dort eine ziemlich freie Kindheit. Erstmal konnte es viel in der Natur sein, da wurde gar nicht so genau aufgepasst. Die Eltern waren froh, dass du dich beschäftigt hast. Ja. Du warst dann auch mal tagelang weg von zu Hause, oder? Ja, das fing gleich an. Also es erst kam im Frühjahr und im Herbst fing dann erstmal die Schule an. Und da bin ich die ganze Zeit da herumgestromert am Stadtrand und habe Tiere und so Pflanzen, die ich nie gesehen habe. Einer sagte, hey, guck mal, da kommt eine Schildkröte raus. Nimm sie mal, heb sie mal auf. Ich greife rein und das war eine Wasserschlange. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was für eine das war. Und meine Eltern, ja, die fingen von null an praktisch und da hatte ich so völlig freien Lauf und wie gesagt, ich musste nur sagen, okay, ich gehe mal hier eine Woche in den Wald und musste nur sagen, wann ich zurückkomme. Wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt zurückkam, 7 Uhr nächsten Sonntag, dann war mein Vater böse und dann gab es eine. Eine Woche im Wald? Ja, hast du gar keine Angst? Nee, das war so faszinierend. Ja. Irgendwie hatte ich immer ein Urvertrauen in der Natur. Also ich hatte mehr Angst so in der Stadt mit den Menschen, die ich nicht deuten konnte. Ah, verstehe. Ja. Naja, und dann da hast du auch in einem früheren Buch schon ein bisschen ausführlicher über diese Kindheit gesprochen. In diesem Buch beginnt es im Grunde gleich mit einem Sprung, als du dich eingeschrieben hast für dein Studium der Botanik. Ja. Und auch da habe ich gelesen, warst du, also während die Studenten dann alle in ihren Buden geschlafen haben, bist du raus und hast auf dem Baum geschlafen oder in der Natur übernachtet? In der Natur, also ich kam vom Land und eben diese freie Zugang zur Natur und kam dann in die Stadt. Mhm. Und das war wirklich ein Kulturschock für mich. Und wir kamen in ein Riesengebäude, 10 Stockwerke und so 100 Studenten pro Stockwerk. Die Zimmer waren klein, 3 Studenten pro Zimmer und eins so ein Bett mit 2, wie heißt das auf Deutsch? Stockbett, genau. Und es war so miefig, ich mache das Fenster auf, es ist zu kalt und so weiter. Und die haben nicht die Kultur der frischen Luft, die wir hier dank Christoph Wilhelm Hufeland, dem großen Arzt, Makrobiotiker, Freund von Goethe und Schiller, aus der Weimarer Zeit. Ja. Und das kannten die nicht. Ja, und dann, ja, die schnarchten und in diesem Zement also Beton, da bin ich dann raus, habe meine Decken genommen, habe unter den Büschen geschlafen und das ging so lange, bis es dann im November doch zu kalt wurde. Mhm. Ja, ja. Und wie war dieser Clash der Kulturen? Was sind so deine prägendsten ersten Eindrücke gewesen, die großen Unterschiede? Ja, also in der kleinen Ortschaft in Ohio, da war ich eigentlich gut angepasst und eben immer in der Natur und sonst habe ich gearbeitet, war ein Zeitungsjunge und habe Laub gerecht und Schnee geschippt und in einer Schraubenfabrik habe ich Schrauben geschliffen, so hatte ich auch mein eigenes Geld. Zu Weihnachten gab es dann unterm Tannenbaum gab es auch eingepackte Geschenke, aber das waren dann so Unterhosen oder Socken und der echte Schock war dann in die Großstadt kommen und der Schock war auch was man lernte. Ich bin ja da in der Kleinstadt in einem typisch mittelwestern christlichen Ort aufgewachsen, wo nicht geflucht wurde. Man durfte nicht sagen Jesus Christ, sondern Gee whiz, nicht God, sondern Gosh, wenn man fluchte. Man durfte nicht mal Hölle sagen, sondern Heck.
Und die Bibel war so, also was ganz Heiliges. Meine Schulkameraden, die haben Bibelzitate einander an den Kopf geworfen. Und das war keine religiöse Schule, das war die öffentliche Schule. Und nie von Evolution oder so haben wir gehört. Und dann kommt man an die Universität. In Colombo, ne? In Columbus, Hauptstadt Ohio. Und kommt man an die Universität und dann hört man Dinge, die man noch nie zuvor gehört hat. Eben Evolution oder das Jesus und die Jünger, das sagte ein Psychologieprofessor, ja, das war eine Schwulengemeinschaft und so. Ne? Also im biederen Mittelwesten, da würde man nie sowas sagen. Ja, und das geht einen wirklich auf die Seele und man wird ziemlich verwirrt. Ja, ja. Oder der Existenzialismus war ja damals die Philosophie. Wir sind zufällig ins Leben geworfen. Nichts ist sicher, es gibt keinen Sinn in dem Ganzen. Es gibt keinen Sinn, es ist Zufall. Ich habe es nicht gewollt, hier in dieses Leben reinzukommen und bin doch hier und eigentlich Gott und so weiter. Das ist nur eine Vorstellung, Mythologie. Es hat keinen Sinn. Das Leben hat keinen Sinn und keinen Zweck. Deswegen sind wir frei. Wir können. Und eigentlich sollten wir auch uns das Leben nehmen können. Und also das sind so fremde Ideen. Ja, also das wühlt einen auf. Ja, das glaube ich. Ja. Wahrscheinlich auch Rassentrennung, war ja auch in Anfang der 60er Jahre in Amerika ein großes Thema. Das war kein Thema, Es war einfach. Also als ich in die Schule kam, 1954, im Herbst, war das erste Jahr, dass Schwarze in dieselbe Schule gehen durften. Das in den Nordstaaten. Und die saßen hinten. Und die Weißen saßen vorne. Und ich als Crowd, noch nicht richtiger Amerikaner, musste mich hinten mit den Schwarzen hinsetzen. Und die Kinder, die haben dann hier auf dem Schulhof, wollten sie mich vornehmen, das ist typisch, um die Rangordnung zu bestimmen. Und mich verprügeln, standen so 5, 6 um mich herum und we're gonna beat the shit out of you. Und da kam einer der Schwarzen, ein riesengroßer Kerl, der war 4-mal sitzen geblieben und er sagte, lass meinen Freund hier in Ruhe. Er sagte zu mir, you gotta learn how to fight, du musst lernen zu kämpfen, hat mich dann mit, was damals unerhört war, ins Ghetto genommen, in einem echten Boxring mit richtigen Boxhandschuhen. Und das war eine gute Lektion. Aber so waren die Zeiten damals. Kann man sich heute nicht vorstellen. Wahnsinn, ne? Naja, und dann hast du begonnen zu studieren. Und was ich da auch sehr eindrücklich fand, einmal gab es so eine Art Versammlung der Professoren, wo so ein bisschen darüber gesprochen wurde, wie die Zukunft eigentlich zu sein hat, sehr technokratisch, muss alles aufgeteilt werden und alles organisiert werden und so. Und da hast du auch sozusagen das Gefühl gehabt, naja, wenn unsere Welt irgendwann so aussieht, das wäre nicht so schön, aber größtenteils sieht es ja heute schon so aus. Ne? Also diese Philosophien, die da erstmals formuliert wurden, wurden später umgesetzt. Das waren nicht nur Philosophien, das war ein ganz konkretes Programm. Das wurde von der Regierung in Gang gesetzt und wurde von Großkonzernen wie Ford Motor Company und Esso Standard Oil finanziert. Und da wurden welche ausgesucht und wir sollten die grüne Revolution in Gang setzen im Gegensatz zu der sogenannten roten Revolution. Und die Idee war, was da gesagt wurde, ist, die normalen Farms oder Bauernhöfe sind antiquiert, die müssen weg. Was wir brauchen, ist eine industrielle Landschaft, Riesenfelder mit Maschinen. Ein Farmer sollte einen weißen Anzug tragen können und nur noch Knöpfe drücken und alles läuft automatisch. Und das war so das geplante Zukunftsszenario, was dann auch zuletzt auch umgesetzt wurde. Aber für mich schien das so unmenschlich. Und ich kannte ja die Farmer, ich war ja im Land aufgewachsen, kannte die Farmer, es waren richtige Familienfarmen mit Kühen und Hühnern und Schweinen und Truthähnen und Gemüsegärten und Obstgärten und so weiter. Und das sollte wegplaniert werden für Riesen,
Farmen und das ist eingetreten. Ja, so Monokulturen und so. Monokulturen. Ne? Später hast du die Städten wieder besucht und das war tatsächlich alles. Also jetzt war ich im Mittelwesten, endlose Mais- und Soja-Monokulturen. Mhm. Also da fährt man hunderte Kilometer oder Meilen und nur das, keine Unkräuter zwischen den Reihen, denn die sind weggeglyphosatiert worden. Und man fährt früher, wenn man also mit 16 kriegt man ja ein Auto dort damals, $50 für ein Auto, das gut funktioniert. Und Sprit kostete damals 17, 18 Cent die Gallone, das sind fast 4 Liter. Mhm. Da konnte man gut fahren, aber das Problem war, alle halbe Stunde waren die Windschutzscheiben mit Insekten verklebt. Wir haben mir immer leid getan, die Insekten. Ja. Aber jetzt da fehlen die Insekten. Mhm. Also was sich da anbahnt, ist so ein bisschen wie eine mögliche ökologische Katastrophe. Und durch diese vielen Chemikalien, da werden ja auch die Bodenkleinlebewesen und die Bodenpilze und so zerstört. Und was man dann, da muss man dann nachdüngen viel mehr mit Kunstdünger. Und was man hat, ist was wie hydroponisches Wachstum, das heißt künstliches Wachstum. Das ist, auf so etwas kann keine Zukunft basieren. Ja, ja. Also, das ist natürlich mittlerweile globales Geschehen. Und ja, es ist ein großer Kampf. Ja. Es gibt Leute wie Vandana Shiva in Indien und sehr mutige, die weisen darauf hin, dass das nicht weitergeht. Das ist wie eine Vorprogrammierung von Hungersnöten. Ja. Und das muss nicht sein. Die produktivsten am produktivsten sind die kleinen, intensiv bewirtschafteten Farmen oder Äcker oder Bauerbetriebe, die also ökologisch und sehr viel Handarbeit, sehr viel Handarbeit bedeuten. Ja. Und gesündest und am besten für die Natur. Ja, und das ist dann, also wenn das einführt, dann müssen die Leute so hacken und solche Sachen machen, anstatt rumsitzen und Knöpfe drücken, grüne Knöpfe drücken. Ja, warum lebt man überhaupt? Ja, und da noch eine Frage und dann gehen wir wieder zurück nach Amerika, weil ich glaube, das interessiert auch viele Leute, dass Insektensterben ist ja mittlerweile auch in den normalen Medien ein Riesenthema. Ja. Das ist also einerseits eben durch die Chemikalien, aber würdest du auch sagen, dass dieser Elektrosmog zusätzlich eine große Belastung ist? Ja, das würde ich sagen. Der Elektrosmog ist ein Stress für alle lebenden Wesen, ist auch ein Stress für uns. Es stört die Kommunikation zwischen den Zellen und auch bei den Bäumen ist das der Fall. Was die Insekten auch dezimiert, ist die überall die Beleuchtung nachts grell beleuchtet. Und ich habe das gesehen schon damals, wie die Insekten um die Lampen schwirren und verglühen. Deswegen habe ich als Zeitungsjunge, ich habe Samstag bis Sonntagmorgen die ganze Nacht Zeitung ausgetragen. Ich hatte mein Luftgewehr mit und habe die Lampen ausgeschossen. Nicht Vandalismus, um den Tieren zu helfen. Und weil ich dachte, wenn der liebe Gott die Nacht dunkel macht, dass wir die ewigen Sterne sehen, dann ist es ein Frevel, diese Lichter zu haben. Das denke ich übrigens immer noch. Jetzt mal eine erste Frage von Susanne. Hallo Susanne. Der American Way of Life wurde ja lange bei uns in Europa hochstilisiert und verklärt. Ist dieses Bild von Amerika berechtigt? Wie können wir Europäer unsere große Freiheit finden? Die Freiheit, von der immer gesprochen wird. Also dieses Bild wurde gestärkt, besonders nach dem letzten Krieg, gegen den Zweiten Weltkrieg, wo hier alles zerstört war und die Leute hungerten. Die haben wirklich gehungert. Mhm. Und eine meiner frühen Erinnerungen ist, dass ich träume, das in der russischen, also sowjetischen Besatzung, ich träume von einem Butterbrot, das an mir vorbeischwebt, eine Butterbämme. Und ich beiß rein und dann hauen die Zähne aufeinander und da ist nichts und nur Magenknurren. Mhm. Von so einer, also das ist ja extrem, aber von so einer Situation komme ich nach Amerika.
da gibt es Kühlschränke, das gab es gar nicht. Und die sind vollgestopft. Und in der kleinen Ortschaft, wo wir lebten, jeden Abend roch es nach verbranntem Fleisch. Das ist, weil auf den Tellern kamen große Steaks und Braten und so weiter. Das konnten die gar nicht essen. Und da es keine Müllabfuhr gab, hat man das einfach in die Öltonne, die hatte einen Rost unten, und es wurde angebrannt. Und da roch das nach verbranntem Essen die ganze Zeit. Also das war auch ein Kulturschock der damaligen Zeit. Das macht natürlich Eindruck für die ausgehungerten Europäer. Und überhaupt der Luxus und wie billig alles war. Und Knochen in der Reihe wurden verschenkt. Brot, wenn es einen Tag alt war, das wurde dann in riesen Säcken verkauft und das für ein paar Cent. Da sind die Bauern gekommen mit ihren Traktoren, haben das als Schweinefutter oder Tierfutter geholt. Und die Armen, armen Schwarze und wir als arme Einwanderer sind da auch hingegangen. Und da hatten wir so einen riesen Tüte mit Brot. Und das meiste war natürlich das, was man so zusammendrücken kann, das ist so luftig. Und einiges war, dass man es nachbäckt. Und wir haben das nicht gesagt, was machen die? Die wissen gar nicht, wie man bäckt, diese Amerikaner. Aber es war ein Überfluss. Und wie gesagt, Sprit war so billig wie Wasser. Und da kommt man dann dahin. Ja, ja klar. Naja, du hast dann studiert, angefangen zu studieren und hast dich irgendwann gegenüber der Universität, die North High Street, die sich ja dafür interessiert. Da gab es nämlich Künstler und Beatniks und Junkies und Existenzialisten, lauter verrückte Gestalten. Ja, ja. Wie war das dann für dich? Was hast du da für Menschen kennengelernt? Ich war ja in diesem Sonderprogramm für die Grüne Revolution. Das war wie so ein Kader. Uns wurde gesagt, die Zeit wird kommen, wenn die Maschinen praktisch alles machen und Menschen sind überflüssig. Höchstens als Konsumenten und Dienstleister. Aber um diese Gesellschaft in Gang zu halten, braucht es eine Elite, die eben diese Maschinerie und Technik in Gang hält, Technologie. Und ihr seid diese Elite. Und ja, wir haben dann kamen in den Genuss von besonderen Programmen, aber da sollten wir mal und die sagten, wir wollen euch ja nicht keine Hirnwäsche geben, wir gehen mal in so einen Jazzkeller und dann entscheidet, wie ihr leben wollt, wie die oder ob ihr ein ordentliches Leben. Gingen wir in den Jazzkeller und da saßen dann Typen rum, so krumme Rücken und hey, hier mein Ticket, bom. Und wir saßen dann da und haben unsere Cola getrunken und schauten die an, dieses degenerierte Volk da. Und dann kamen wir raus und haben gesagt, ja, das ist ja völlig Dekadenz, das wollen wir nicht. Und da waren unsere Instruktoren sehr erfreut. Aber ich habe doch gedacht, irgendwie, die sehen doch interessant aus. Was machen die überhaupt? Und das waren eben Künstler und Philosophen und dergleichen. Eine Welt, die ich nicht kannte vorher. Ja, toll. Du hast allerlei verrückte und interessante Personen dann kennengelernt, wie du beschreibst. Ich bin da reingerutscht, ja, so wirklich. Ja, und du beschreibst verschiedene Stationen, das ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Erlebst mal eine freikirchliche Pfingstgemeinde, dann erlebst du eine Initiation durch das Hören von Bob Dylan, entdeckst also Bob Dylan für dich. Später hast du Geologie studiert und Anthropologie, später in Columbus. Und zwischendurch hast du dir ganz viel Zeit genommen, bist wie so ein Landstreicher in Zügen kreuz und quer durch die Lande gefahren. Ja, das war. Also das kostet ja auch wieder Mut. Oder was hat dir da so die Power gegeben? Ich glaube, das ist einfach die Neugierde. Ja. Einfach was erleben wollen. Ja, ich bin dann immer auf die Züge gesprungen, auf die Güterzüge und bin dann durch Amerika gebraust. Das war auch interessant. Die dachten, ich bin mal in Hobo oder so. Steige ich aus irgendwo, wo war das? Indiana oder so oder Illinois. Steige ich aus und will mir Brot und kaufen. Ich habe immer geachtet, das Brot und Äpfel und Milch, damit man bei Kräften bleibt. Komme ich rein in den Supermarkt. Da empfängt mich der Schlachter, der Fleischer hinter der Theke mit einem Messer, also so ein Beil, Knochenbeil und federt das so in der Hand. Und sage, ich weiß, was du willst. Und zeigte mir den billigen Schnaps. Alle Penner, die trinken Schnaps.
ist er mir gefolgt bis zur Kasse, damit ich auch zahle. Und dann hatte ich nicht, was ich wollte, also im leeren Magen und Schnaps, so habe ich ihn getrunken. Und war auch ein tolles Erlebnis. Ja, du warst viel unterwegs und hast dadurch einfach viel mehr erlebt, als man normalerweise halt, also ich sag mal, ich habe nicht so viel erlebt, ich war viel in Räumen und ich merke, das ist schon toll. Und da bist du irgendwann auch den Cheyenne-Indianern begegnet und du schreibst auch, meine Seele ging eine tiefe Verbindung mit ihnen ein und dies hält an. Was können wir denn von den Cheyenne lernen oder warum haben dich diese Indianer so berührt? Also die Cheyenne, das ist ein Stamm von ehemaligen Großwildjägern in der Prärie, also Büffeljäger. Der Grund, dass ich überhaupt mit ihnen in Kontakt kam, war, habe im Yellowstone habe ich Hamburgers gebraten und da waren Indianer, die haben Betten gemacht in den Touristenhütten und die haben sich immer weggehalten, aber dann hörten sie, dass ich Wolf heiß und Wolf ist für die ein heiliges Tier, weil der Urschamane kam von den himmlischen Wölfen auf die Erde und hat denen beigebracht, was sie zu lernen hatten. Und das ist ein Ehrentitel, das habe ich nicht gewusst. Und dann auch, dass ich nicht ein normaler Amerikaner war, sondern ein Deutscher. Und die hatten gute Erfahrungen mit Deutschen, weil der erste Missionar war ein deutschsprachiger Mennonit. Und der hat ihn nicht bedrängt und zwangsbekehrt, sondern hat ihnen erstmal zugehört und hat gesehen, unter welchem Druck sie waren und hat die Cheyenne-Sprache aufgezeichnet als ein Wörterbuch. Also das war mein Eingang und dann war noch die Häuptlingstochter und die hat sich in mich verknallt. Man erlebt was, wenn man unterwegs ist. Ja, und das war auch toll, wenn ich so ein einfacher Tölpel oder Hillbilly gewesen wäre. Das wäre die volle Fahrt gewesen, aber ich war immer noch bürgerliche Eltern und habe mich dann distanziert. Die wollte mit mir durchbrennen und zwar nach San Francisco. und das war so die ursprüngliche Begegnung. Jahre später kam ich nach Wyoming zurück und da hat der Ältestenrat der Cheyenne hat eine Vision gehabt und sie sucht den jemanden, der die heilige Pflanze, die dieser Schamane, der von den Wölfen des Himmels kam, zurückgelassen hatte. Und das ist ganz wichtig für diesen Stamm. Jedes Kindlein kriegt homöopathische Dosis, wenn man eine echte Cheyenne wird. Bei den Sonnentänzen, also wenn sie da um den Pfahl tanzen, die Tänzer, die da angehakt sind, die werden eingerieben mit die Wurzel wird gekaut und werden damit geweiht. Und da hatten sie nur noch ein kleines Stück, so groß wie ein Finger, und wussten nicht, wie die Pflanze aussah. Warum, wie kann das sein? Weil sie auf dieses Reservat gezwängt wurden und die junge Generation hatte keine Ahnung. Und da haben sie dann einen alten Cheyenne-Medizinmann geschickt und mit dem bin ich erst mal ein ganzes Jahr durch die Natur gestreift. Und er hat mir nicht gesagt, was ihr Anliegen war. Er wollte wissen, was sind diese ganzen Pflanzen, die mit den europäischen Siedlern dahin kamen. Habe ich alles erzählt. Und dann nach einem Jahr kam der Älteste, der Old Man, kam dann, der war gar nicht so alt, aber er ist der, der das alte Wissen mehr als alle anderen beherrschte. Und der hat mich dann nochmal geprüft. Er hat den ganzen Tag nichts gesagt, aber mitgegangen. Und so, und dann hieß es, ja, okay, denn das ist okay. Und dann wurde mir gesagt, was sie suchten. Ja, wie soll ich das herausfinden? Und eine Reihe von Zufällen haben wir tatsächlich die heilige Pflanze der Cheyenne gefunden. Aber das ist eine ganze Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das darin geschrieben habe. Nein, das glaube ich nur an einem Buch, aber mich hat es einfach mal interessiert. Und sozusagen dieser Geist, dieser Spirit, hast du den sofort irgendwie auch erfüllt und verstanden? Was Menschen vielleicht von uns normalen Westlern unterscheidet. Was so sehr interessant ist, weil ich immer in den Wald ging. Ich habe nicht Baseball gespielt wie die anderen Kinder oder Basketball. Ich bin immer in den Wald gegangen. Die dachten, ich bin hier nicht ganz dicht. Und in diesen Wäldern, das sind die Wälder, die die Indianer noch kannten. Die letzten Indianer in Ohio, die waren dort, also die Kriege waren 1830 herum, waren die vorbei. Aber es gab Bäume, die noch aus der Zeit stammten. Und ich
habe da in den Wäldern geschlafen, bin auf diese Bäume geklettert immer wieder. Und es war, als ob der Geist der Indianer mit mir kommunizierte. Und ich weiß auch nicht, wie ich wusste, welche Pflanze giftig ist und welche man essen konnte. Gerade jetzt, ein alter Freund habe ich besucht jetzt, als ich drüben war, der sagte, wir haben immer gedacht, du stirbst bald, weil du diese und es ist so, die Indianer, die denken nicht so viel wie wir. Wir sind ja ständig im Kopf, wir werden auch so dressiert in den Schulen, sondern die Indianer, die sind nur bewusst. Sie denken, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben. Wenn man denkt, dann ist man nicht bewusst in Kontakt, dann ist man hier in so einem Prozess drin. Da hat man was verpasst und überlegt. Und das kann man sehr gut in Schulen und so, aber nicht in der Natur. Und sie sehen und spüren alles und haben eine Ruhe in sich. Und man stolpert über die. Wenn man mit Europäern oder auch Afroamerikanern, die denken nicht so viel, aber they got the beat. Und die Europäer, die denken, was habe ich denn? Ja, ist gerade bla bla bla. Und man, in der Wildnis konnte ich spüren, wenn Europäer irgendwo unterwegs waren, denn die Energie von dem vielen Denken, und bei den Indianern spürt man das nicht. Ich bin sogar mal über eine Gruppe fast gestolpert, weil die saßen einfach da in stiller Meditation. Ich hatte eben, da ich auch immer im Wald war, guten Zugang zu den Indianern, fast intuitiv. Ich bin nicht als Ethnologe dahin gegangen, obwohl ich Ethnologie und Anthropologie studiert habe, aber ich hatte diesen Kontakt, der ist auch nicht abgebrochen. Ich war jetzt in Nova Scotia, habe da ein Seminar gemacht und habe da die Mi'kmaq-Indianer kennengelernt und der alte Mi'kmaq... Was heißt Mi'kmaq? Das ist ein Volk, das zu Hause ist in Nova Scotia. Mhm. Und der alte also Stammeshäuptling, der hat uns da besucht und hat mit mir eine Friedenspfeife geraucht. Und ich merkte diese Verbindung, das ist nicht eine mit mentalen Konstruktionen, sondern es ist so mehr eine Herzensresonanz. Und diese Resonanz ist sehr, sehr erdgebunden, ist mit der Natur verbunden. Und wenn Sie die Natur angehen, ist es diese Verbindung, wie die Pflanzen heißen und so weiter, das kommt dann später. Das ist auch da, klar. Aber es ist dieses im Einklang sein mit den Pflanzen und auch den Tieren. Die sehen Tiere, läuft ein Europäer durch, das sieht da nichts. Und die sehen, die spüren, da gucken mich welche Augen an und dann ist Hallo, Bruder. Eichhörnchen oder was immer. Ja. Schön. Ja, es ist sehr schön. Ja. Und also wir können viel lernen. Toll. Ja. Also ich habe schon den Eindruck, in der modernen Spiritualität geht es schon auch mittlerweile wieder mehr um dieses Wachsein, Bewusstsein, hier und jetzt sein, wirklich wahrnehmen, wirklich offen sein. Das ist ja ein Wissen, das ja zum Menschsein gehört. Und wenn wir uns wieder ein bisschen mehr in diese Richtung wirklich bewegen. Wirklich überleben. Mit unserer Mentalität, was haben wir gemacht, die moderne Zivilisation, nicht nur die Menschen entfremdet, sondern die Natur zerstört großflächig. Somit, ich sehe das auch im Wald, wo ich bin, die Waldarbeiter, die sägen gedankenlos. Und ja, so. Laubbläser, was für ein Quatsch. Ja, all diese Dinge. Ja. Zurück zu deiner Reise. In Amerika bist du dann auch irgendwann Experimenten begegnet, Substanzen begegnet, dem Killerkraut Marihuana, hast aber auch die Blumenkinder erlebt. Und irgendwann gab es eine lustige Begegnung. Du hast mir gesagt, ich darf aus deinem Buch lesen. Es ist ungewöhnlich, dass nicht der Autor selber aus seinem Buch liest, aber ich lese dir vor. Ich lese nicht gut laut. Aber bestimmt. Aber ich probiere es mal. Und zwar wieder auf einen deiner Ausflüge. Früh am Morgen stand ich wieder am Highway. Lange hielt niemand an. Ein Cabriolet, Dach heruntergerollt, düste mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Nach ungefähr 100 Metern sah ich das Bremslicht. Er raste im Rückwärtsgang auf den Seitenstreifen auf mich zu und hielt. Ein langhaariger, junger Kerl grinste freundlich. Cool, steig ein. Bin auf dem Weg nach Palo Alto. Ich lasse niemanden von unserer Sorte stehen. Kannst du auch bei uns pennen, wenn du willst. Palo Alto? Kalifornien? Prima. Unsere Sorte? Was meinte er damit? Langsam wurde mir klar, Bart, längere Haare.
ein Rebell on the road wie Chuck Kerouac. Dabei hatte ich einfach den Sommer über keinen Friseur besucht und der Bart auch nicht. Der Bart war auch nicht beabsichtigt, sondern ich hatte mich einfach nur lange nicht rasiert. Mal sehen, wie wir über die Grenze kommen. Ich habe nämlich Gras hinten im Kofferraum, aber gut versteckt, sagte er mir augenzwinkernd. Gras? Wieso Gras? Na, vielleicht hat er einen Kaninchenstall zu Hause? Naja, dann wäre es im Begegnung mit Gras. Ja, ja, und dann... War nicht ganz fehlerfrei gelesen, Entschuldigung. Ja, und dann kamen wir an, ja, sagte ja, willst du was rauchen? Ich sage, oh ja, ich hatte ja keine Zigaretten mehr und dann gingen wir rein. Ich dachte, das sind Rocker, das waren Students von Stanford University. Mhm. Und dann, anstatt an den Tisch zu setzen und Stühlen und so, nee, die setzen sich auf den Boden in einem Kreis und dann holte der so grünes Kraut raus und sagte, gutes Gras. Dann wusste ich so, was es ist. Und ich erlebte höllische Schrecken. Ich habe Stoßgebet an Jesus geschickt, denn ich wusste, wenn man da einen Zug nimmt, ist man dann lebenslang süchtig. Ja, und ein Sünder und das so. Sünder, ja, ja. Und gewalttätig und sexuell pervertiert. Ja, so ja, klar. Und du schreibst ja auch in deinen Büchern insgesamt, wie du dich selber so allmählich verändert hast. Von einem eher logisch denkenden Wissenschaftler, der das alles objektiv von außen beachtet, bis zu einem Menschen, der alles auch mitfühlt und miterlebt. Ja, das finde ich auch so faszinierend. Ja, ich wurde da so richtig durch diese amerikanische Wurstmaschine durchgedreht. Ja. Ja. Schön. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Fragen an. Also eine Frage von Sabine. Stimmt es, dass die Menschen in den USA wärmer sind und man dort schnellere Freundschaften schließt? Inwiefern unterscheidet sich die deutsche von der amerikanischen Mentalität? Ja, es scheint so. Was man in Amerika hat, sind ein Haufen zusammengewürfelter Menschen aus ganz verschiedenen religiösen, ethnischen Hintergründen. Und jede ethnische Gruppe hat ja ihre Art und Weise, miteinander umzugehen. In Russland zum Beispiel sagt mir die Russen, ist nicht, dass wir unfreundlich sind, weil wir nicht lachen. Wenn die Leute einen immer anlächeln, dann stimmt doch was nicht. Die wollen einem doch was verkaufen oder wollen was von einem. Und sie lächeln dann nur, wenn es Sinn macht. In Amerika ist es so, das ist so zusammengewürfelt, dass man immer zeigen muss, hey, I'm okay. Und man muss immer, immer lächeln und sagen, hey, I'm a good guy, hey, how are you? Und das ganze Ritual, how are you? Ganz wichtig, fine, how are you? Und so, und deswegen sind auch in den normalen amerikanischen Häusern, abgesehen von Millionären, geht die Tür auf und man ist im Wohnzimmer. Und man kann jederzeit besuchen, man muss sich nicht ankündigen, das heißt dropping in. Und ist immer noch so. Ist immer noch so und man geht rein. Da sieht man, die haben einen Fernseher, auf dem Fernseher liegt eine Bibel und da sind die Bilder von den nahen Verwandten und so weiter. Und dann weiß man, hey, they're okay. Aber das ist eine Art und Weise, das ist nicht, dass die Menschen dort freundlicher sind. Sie wollen einfach keinen Ärger und wollen sich als freundlich geben. Gegenteil, im Allgäu, wo ich jetzt lebe, da muss man 4 Jahre warten, bis sie einen freundlich der ist in Ordnung, also das ist gut. 4 Jahre wird man da beobachtet, ja, was will denn der da oben, gell? Ja. Gibt es so weitere Unterschiede in der Mentalität? Stimmt es zum Beispiel, es ist ja sehr allgemein, natürlich jeder Mensch ist anders, aber sind in Amerika die Menschen emotionaler zum Beispiel? Oh, nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Sie sind Kann man es überhaupt so allgemein sagen? Das ist sowieso immer die Frage. Also allgemein kann man sagen, es ist ganz wichtig, dass man Englisch spricht. Mhm. Sie mögen es nicht, wenn man andere Sprachen spricht. Als mein Vater kriegte da in den 50er Jahren eine Anstellung an der Eisenbahngesellschaft und da war ein Einwanderer in Bayern, der war auch da. Die haben dann miteinander Deutsch gesprochen. Hey, that doesn't go here.
we want to know what you're saying. Mhm. Also das ist so der Druck. Die wollen sehen, dass man in Ordnung ist. Mhm. Und da ist es nicht erlaubt. Und das ist, was auch für die Angloamerikaner jetzt ein Problem ist, weil die Mexikaner, die fügen sich nicht dem. Mhm. Und die reden munter mexikanisch. Mhm. Das ist, verstößt gegen einen bestimmten Ethos, der in Amerika ist. Ja. Ja, und ansonsten, ja, die Amerikaner sind freundlich. Sie sind auch sehr freundlich, während wir hier auf staatliche oder institutionelle Hilfe rechnen, ist es in Amerika, ja, da gibt es oft, da gibt es ja kein Wohlfahrtsnetz, kein soziales Netz. Und da hilft man einander unmittelbar, wartet nicht auf den Staat. Und als wir dort ankamen, wir hatten Krach mit den Verwandten, wo wir hin sind, da sind wir ausgezogen und sind in eine Einzimmerwohnung im Slum. Das war auch interessant, da haben wir auch viel erlebt. Okay. Und ja, und da kamen dann Nachbarn oder irgendjemand, Arbeitskollegen später, haben da einfach eine Tüte mit Lebensmitteln hingestellt. Hier würde man ja zur Wohlfahrtsbehörde gehen. Also das sind so die Unterschiede. Aber das ist zum Teil historisch und kulturell zu erklären. Im Grunde genommen sind wir ja alle Menschen. Sind alle Menschen, ja. Also das erlebt man wahrscheinlich, je mehr man reist. Und du bist ja wahrlich, du warst in Indien und in so vielen Kontinenten und Ländern. Und ja. Schön. Ja, eine weitere allgemeine USA-Frage. Die USA sind ein Sammelsurium verschiedener Kulturen, Landschaften und Ökosysteme. Welches Gebiet empfehlen Sie Besuchern, wenn man sich für eine gelebte Heilpflanzenkultur interessiert? Oh ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist also... Bei vielen Indianern hat man noch, die Alten haben ein Wissen, aber inzwischen sind auch die Jungen in die Schule gegangen und es gibt relativ wenig. Es gibt in den Appalachengebirgen bei den Hillbillies, aber das sind Hinterwäldler und wenn man da ja nicht bei denen nicht in Ordnung ist, da holen sie die Schrotflinte und sagen, no trespassing, get out of here. Und das ist... Aber die haben noch einigermaßen alte Rezepte. Aber so eine richtige lebendige Kräuterkultur, das ist verloren gegangen. Denn eines der Ideen Amerikas, der Ethos Amerika ist Fortschritt. Und Kräuter sind etwas, was Indianer oder Primitive machen. Der fortschrittliche Mensch, der nimmt moderne Pillen und Spritzen oder wenn das nicht funktioniert, dann schneidet man es einfach raus. Und die Kräuterkunde heißt, im allgemeinen amerikanischen heißt Indian Medicine, also Indianermedizin, weil das ist primitiv und das wird ersetzt. Und das ist so im Grunde genommen die Idee. Junge Leute, es gibt immer mehr, die interessieren sich eben doch für Heilkräuter. Also wird auch wieder ein bisschen mehr das Interesse. Es wird mehr, aber sie vertrauen es noch nicht so ganz. Es ist eine schöne Idee. Ich höre das, oh, that's really interesting, Wolf. Und dann passiert was, naja, da sind sie in der Apotheke oder beim Arzt. Dabei hätten sie sich sehr gut helfen können. Ja, die Hillbillies, ich glaube, du hattest auch eine Freundin, die von den Hillbillies kam. Oh ja. Und was ich auch interessant finde, dass du irgendwann später erst festgestellt hast, dass dieses alte Kräuterwissen eigentlich uraltes Wissen aus dem europäischen... Ja, es ist uraltes Wissen aus dem europäischen, aber es geht noch weiter. Sogar die Kräuterkunde der Indianer in Nordamerika sind dieselben Kräuter, die die Urindianer, also die Paleo-Indianer, als sie aus Sibirien kamen, das Wissen mitgebracht haben. Und da gibt es sogar Überlegungen, ob sie nicht den Kalmus, also den Magenwurz, irgendein Medizinmann oder Medizinfrau alles mitgeschleppt oder gar die Estragon oder so, was jetzt dort verwildert wächst. 75% der Pflanzen, die die nordamerikanischen Indianer nutzen, sind die Pflanzen, die sie in der alten Welt kannten. Und die Rituale sind ähnlich wie in Sibirien oder ganz archaisch wie in unserer Kultur hier. Die Anwendung von Beifuß zum Beispiel.
die Übereinstimmung in den Ritualanwendungen ist um die 80% oder dem Holunder. Das finde ich sehr interessant. Spannend. Das sind Zeitspannen von 15.000 Jahren. Ja, ich habe es befürchtet, ist schon wieder. Wir haben noch eine Viertelstunde, das geht schnell, weil es so spannend alles ist, was du erzählst. Vielen, vielen Dank hier mal an dieser Stelle. Es kommt öfter die Frage, möchtest du mal wieder zurück nach Amerika oder warum bist du eigentlich aus Amerika dann gegangen und bist jetzt im Allgäu? Das ist natürlich zwei sehr allgemeine Fragen, aber vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Also ich bin ja eigentlich Völkerkundler, offiziell Ethnologe oder Kulturanthropologe und bin dann überall herumgereist und in Indien hat es mich erwischt. Es ist, als ob Shiva mich hier am Schopf packte und in den Kochtopf. Ich hatte Tankfieber und dann schwere Leberentzündung und ich wurde sehr, sehr, schwebte zwischen Leben und Tod. Und das sind so die Situationen, wo ich dann merkte, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und ich habe gesagt, ich lasse mich von der geistigen Führung führen. Das macht naturwissenschaftlich kaum Sinn, aber es ist wirklich so. Und die sagte mir, du gehst nach Europa zurück und dann auch nach Deutschland zurück. Das war, das ist so der Hintergrund. Und war das im ersten Moment schwer anzunehmen? Ja, ich meine, ich war als Elfjähriger aus dem Nachkriegsdeutschland, hatte keine Ahnung, mein Wissen über Deutschland waren die Hollywood-Filme vor allem. Und das ist ja genauso ein schräges, unwahres Bild, was man dort über Deutschland hat, wie was die Deutschen oder Western die Europäer sehen, ne? über die Amerikaner haben. Das ist ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Weil ich merke, die Europäer, die verstehen Amerika nicht. Ihnen werden bestimmte Ideen oder Vorurteile gefüttert, aber Amerika ist doch anders. Ja, und ich gehe ab und zu nach Amerika zurück und erlebe das in so wie so Zeitraffer. Alle 2-3 Jahre gehe ich rüber. Ich war jetzt drüben, ein Grund ist auch, weil meine Mutter, die war 100 Jahre alt, also über 100, und die ist gestorben, da sind wir dahin. Aber längere Zeit verbracht und ich habe gemerkt, nee, ich fühle mich eigentlich wohler in Europa und zum Teil wegen der kulturellen Vielfältigkeit. Man fährt nur ein paar Kilometer und man ist in einem vollkommen fremden Land, wie Bayern zum Beispiel. Oder französische Schweiz oder Italien, da ist die Sprache anders, da ist die Cuisine anders, also die Nahrung, da ist die Architektur anders und die Vielfalt, die ist erfrischend. Absolut, und die Geschichte ist ja auch viel älter. Und in Amerika, klar, da gibt es Unterschiede, da gibt es wirklich unterschiedliche Regionen, aber da fährt man 1000 Kilometer und es ist dasselbe Fast Food und dieselbe mentale Einstellung und alles sind geprägt von demselben Schulsystem und derselben Werbung und manchmal sehe ich, das sehe ich übrigens hier auch, sehe ich die Leute und ich sehe, oh, der ist ein Filmfan von dem Film, weil der sieht sich so an und hat diesen Habitus. Ja, klar, ja, die Gefahr ist wohl da. Ne? Das ist auf der einen Seite vernetzt sich alles viel mehr, die Menschen kommen viel mehr zueinander, multikulturell, aber auf der anderen Seite. Das ist so eine Gleichmachung. Ja, das Buch ist wunderbar. Da stehen noch viele weitere tolle Geschichten drin. Du hast noch viel erlebt. Ein Aspekt fand ich noch interessant. Und zwar, du warst dann irgendwann auf der Kent State University und warst Assistent eines Professors der Anthropologie. Und im Zuge dessen hast du eine Feldforschung betrieben in einem Spiritualist Camp. Was war denn das? Wie kamst du dazu? Das waren eigentlich nicht richtig Spiritisten, aber so ähnlich. Nannten sich Spiritualisten. Und die hatten eine Siedlung, die Wurzeln gehen bis in den amerikanischen Bürgerkrieg zurück. Da gab es so eine Geisterepidemie und da waren Mädchen, die Fox Sisters, und die hörten, man sagt, die waren hellhörig und so, und die hörten Klopflaute. Und das waren die Geister, die funkten da.
Und das wurde dann in Amerika wie, so ein Strohfeuer. Alle waren auf einmal, überall waren dann Geister. Und einige haben sich dann zusammengetan und Kommunen gebildet. Und so eine Kommune war eben in Brady Lake in Ohio, das abgelegenes Waldgebiet, ein Eichenwald. Und die haben jeden Tag, außer Donnerstag, haben sie die Geister beschworen für alles. Also, soll ich mir ein Auto kaufen oder soll ich so und so heiraten oder irgend so. Und haben dann die Geister beschworen, hatten Medien, die dann eben diese Sachen machten, ja. Ja, und da hast du das alles angesehen und beschreibst es sehr, sehr lustig, weil natürlich auch da gibt es Egos und auch da gibt es Medien, die so medial dann doch nicht sind, sondern versuchen irgendwie zu erraten, was der jetzt hören will. Aber irgendwo war auch die spirituelle Welt anwesend oder wie würdest du es empfinden? Ja, bei einigen, das waren so feinfühlige und zum Teil auch teilweise hellsichtige Leute, aber da gab es auch Macher, da gab es eben dieses Paar, der sich dann hier zum Hauptmedium machte und er schien in seinen Aussagen sehr gut zu sein. Referent Bob Barnes, ne? Jawohl, ja. Und ich habe dann beobachtet, sein Freund hat die Orgel gespielt und das sind keine Kirchenlieder, die gespielt haben. Mal ein bisschen Gospel mit rein, aber Blue Hawaii und also die Melodien, die man beim Zahnarzt oder in Supermärkten hat, um die Leute einzulullen. Und dann hat er das Medium, hat die Augen verbunden und hat dann einen Gegenstand genommen, sagen wir mal so einen Stift, und hat dann gespürt, weil der Gegenstand gehörte zu einem Verstorbenen, und sagt, ja, so und so ruft, und dann muss man antworten. Und der Organist, das haben die anderen nicht mitgekriegt, der beobachtet ganz genau die Gesichtsminen von denen, der angesprochen wurde. Und wenn es stimmte, macht er eine bestimmte Melodie und führte den, also den Blindfolded Medium. Ja. Und irgendwann war der Organist nicht mehr da und da waren plötzlich die Voraussagen nicht mehr so toll. Ja, die waren überhaupt nicht mehr. Ja, genau. Ja, schön. Ja, und du warst weiter viel unterwegs. Summer of Love hast du natürlich auch erlebt. Du hast irgendwo schreibst du, zurückblickend war ich eher ein Träumer. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes, ein Träumer zu sein. Ja, für meinen armen Vater war das was ganz Schlimmes. Ich weiß noch, wo ich mal zu Hause war und er schüttelte den Kopf und sagte zu der kleinen Schwester, Mama, es dem wird nichts, das ist ein Träumer. Habe ich gar nicht gewusst, aber ja, ich habe mich nie so festgebissen an irgendeine, ich war Dozent an der Universität dort und ja, das wäre eine glänzende Karriere gewesen, aber das, ich habe immer so mehr oder weniger auf die innere Stimme gehört, ob es stimmig ist, nicht das Berechnende, ob es sich zahlt. Und es ist wichtig, mit sich selber in Frieden zu leben und auf diese innere Stimme oder die Stimmigkeit zu hören. Ja, schön. Naja, es gibt ja auch ein Buch von dir, das heißt, glaube ich, Wanderer zwischen den Welten. Du bist ein Wanderer zwischen den Welten. Aber bezüglich deiner Intuition möchte Rudi wissen, haben Sie schon immer eine starke Intuition gehabt oder mussten Sie erst lernen, zuzuhören und sie richtig zu verstehen, also diese Intuition, diese Inspiration? Ja, ich glaube, wenn man eine Intuition hat, man weiß es gar nicht. Also, aber ich glaube schon, als Kind hatte ich diese Intuition und auch ein Vertrauen in die Güte des Universums. Also, dass man keinen Grund hat, Angst zu haben. Angst bedeutet ja Enge und sich selber klein machen und so. Man weiß, viele wissen auch gar nicht, dass sie hellsichtig sind. Und ich sehe Menschen, die sind hellsichtig, die wissen das nicht. Und manchmal, wenn sie sehr hellsichtig sind, dann werden sie nicht richtig wahrgenommen. Sie sind eine ungewöhnliche Bedrohung, man sagt, die sind schräg oder was immer. Aber man weiß es oft nicht. Es ist wie, wenn ich Gärtner, da fließt die Seele heraus zu den Pflanzen und ich merke nicht, dass ich in einer Art Trance bin. Und das ist eine Seelenkommunikation mit den Pflanzen. Ich merke es erst, wenn die Frau ruft, Mittagessen fertig, und dann und dann ist so wie, dass der Äther bleibt, dann wieder, und dann ist man wieder.
in der funktionierenden Welt. Ja, genau. Ja, und das andere Extrem ist natürlich sozusagen unsere Technisierung oder das technisierte Denken. Und da hast du mal geschrieben, wenn ich dich nochmal zitieren darf, ich bemühe mich jetzt wirklich noch schöner zu lesen. Ich merkte, dass diejenigen Assistenten wie auch Professoren, die am wenigsten imaginativ denken konnten und mit geringer philosophischer Begabung ausgestattet waren, am meisten vor dieser Computertechnologie fasziniert waren. Ich hatte den Eindruck, dass man beim quantitativen Zusammenfügen von Datenmassen der Maschine sozusagen das Denken überlässt. Es ist ähnlich wie andere technologische Errungenschaften. Es handelt sich um ein nach außen Verlegen von innewohnenden menschlichen Fähigkeiten, so wie etwa der Düsenflug, der Schamanenflug, die archaische Technik des Seelenfluges ersetzte. Und so weiter und so fort. Und dann schreibst du noch, auf jeden Fall merkte ich damals, dass es gerade diejenigen neurotischen Assistenten-Nerds waren, die sich immer gut anpassten und einfügten, die auf Computerzauber abfuhren. Diese waren es auch, die dann später in gesicherten Bahnen sichere Karriere machten. Ja, das ist so. Ja. Ja. Also das würde ich heute nicht wagen zu sagen, weil ich denke, inzwischen gibt es sehr kreative Menschen, die mit diesen Medien umgehen, aber damals waren es wirklich diejenigen, die keine eigenen Ideen hatten und der Computer, es waren damals noch Lochkarten, der fügt dann Dinge zusammen, aber mit dem Denken, da waren sie nicht so weit. Ja. Ja. Ja klar, das war ja Ende der 60er Jahre, als du das erlebt hast und natürlich mittlerweile ist ja die Technologie nicht mehr wegzudenken, aber trotzdem empfinde ich da schon auch so eine kleine Warnung, ja, verliert euch nicht in dieser technischen Welt, sondern spürt selbst, lebt selbst, seid in der Natur, seid es Mensch. Es ist genauso wie die Orientierung nach den Richtungen, dass die Indianer können nicht glauben, dass es Menschen gibt, die wissen nicht, wo Osten, Westen, Norden und Süden ist. Das sind doch Mächte, Kräfte und so weiter. Und wenn man nun das Navi nimmt, da geht das völlig verloren. Ich habe lange geweigert, mit dem Navi zu fahren. Und ja, da geht man, da sieht man, wo die Sonne ist oder Abend oder Mond oder Sterne. Man folgt den Intuitionen, man ist viel mehr in Kontakt. Man verfährt sich doch manchmal und dann steigt man aus und fragt jemand. Und indem man jemand fragt, kriegt man auch mit, was durch die Augen da kommt, weil die Augen sind ja Spiegel der Seele. Man weiß, wie es bestellt ist für den Menschen oder in der Region. Und das ist was ganz anderes. Das Navi ist funktionell wunderbar, aber es lässt uns verblöden. Ja, ihr habt auch lange Zeit oder überhaupt lange ohne Fernseher gelebt, bewusst. Ja, ja. Also du bist jetzt aber kein Technikfeind, sondern du sagst einfach, nee, Vorsicht, schaut, was für euch stimmt, einfach, oder? Ja. Es ist auch wie mit dem Telefon. Ich bin nicht manchmal gereist, bin einen Monat weg. Ich wusste, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Man spürt das. Ja. Aber jetzt sehe ich Menschen immer mit hier so und was. Die machen ständig. Ja. Das ist furchtbar. Ich habe mich auch schon. Ja. Oh, nächste Straße. Ah, da ist sie. Ja, ich habe nicht gebraucht. Ja. Und dann, da muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht in diesen technologischen virtuellen Welten verliert. Genau. Denn letztendlich sind wir biologische Organismen. Wir atmen noch die Luft, die die Pflanzen uns geben. Die Erde nährt uns noch. Und wir haben die Tendenz, das zu vergessen. Und in diesen natürlichen Dingen, da stecken so viele Wunder und so viele Geheimnisse. Und das habe ich auch von den Indianern gelernt. Die sind dann ganz und gar verbunden. Und da sind Tiere nicht Fleisch- oder Lederproduzenten, sondern sind unsere Verwandten. Und die, auch wenn man sie jagt, man fragt und es wird gegeben. Ja, das passt ganz gut, weil ich denke, am Ende fragen wir jetzt auch noch mal den Pflanzenexperten. Ich habe zwei Pflanzenfragen, einmal von Renate. Was muss ich beachten, wenn ich an meinem Holunderstrauch bemooste oder schon tote Äste abschneiden möchte, ohne schlimme Folgen befürchten zu müssen? Ja, das ist, also tote Äste kann man schon abschneiden. Man sollte eigentlich nicht den Hofholunder schneiden. Und wenn es unumgänglich ist, wenn der, sagen wir mal, die Haustür blockiert, dann gibt es ein Ritual, das geht in vorchristliche Zeiten zurück. Und da geht man hin und sagt, guten Morgen, Alte oder Herr Holunder,
gib mir von deinem Holz und ich gebe dir von meinem, wenn es wächst im Wald. Und dann tut man eine Schale hin mit, so ein kleines Opfer, eine Schale mit Milch oder Brot oder sowas. Und dann 14 Tage später bei Neumond, man macht das bei Vollmond, bei Neumond kann man schneiden. Und mein Holz, das wächst im Wald, das habe ich erst durch die englische Version gekriegt. Da heißt es, old lady, give me of your wood and I will give you my bones when I'm dead. Also das Holz, das in meinem Wald wächst, sind die Knochen. Und bei den Angelsachsen hat man zum Teil, bei den Friesen überhaupt, die Toten oft unter den Hofholunder beerdigt. Also es ist immer in der Natur, kenne ich auch von den Indianern, man nimmt nicht nur, sondern man gibt immer was zurück. Und das ist ein Gesetz. Und in unserer Grund in allen Lebensbereichen. In allen Lebensbereichen und ja. In unserer Konsumgesellschaft, da geben wir nicht zurück. Und wir würdigen nicht die gebende Hand der Natur, also der Bäume oder der Tiere. Noch eine Pflanzenfrage, und zwar hat die Hortensie richtig gesprochen, oder? Ja. Irgendeine Bedeutung als Kultur- oder Heilpflanze? Ja, sicherlich. Ich habe gehört, einige Freaks rauchen das, aber das ist so ein bisschen sich selber vergiften. Da gibt es Besseres. Und ich kann mich nicht erinnern genau, was die Bedeutung, aber jede Pflanze hat eine Geschichte, hat eine Bedeutung. Und wenn man sich einstimmt auf die Pflanze, dann lernt man ihre Geschichte. George Washington Carver war war als Sklave geboren, als Kind in den Südstaaten und er liebte Pflanzen. Als Kind hat er kranke Pflanzen aufgepäppelt, da war er schon ein Pflanzendoktor. Er hat die Erdnussbutter erfunden und so. Und er sagte, die Pflanzen sagen dir alle ihre Geheimnisse, vorausgesetzt, du liebst sie genug. Das ist doch schön. Ja, das ist echt schön. Schön. Ja, vielleicht die letzte Frage, das passt ganz gut nochmal an dich persönlich. Was hält dich in deiner Ruhe? Was ist, gibt Kein, es da ein? Ja, keine Ahnung. Also, ein bisschen ist es, wenn man sich mit dem inneren Selbst, dem Göttlichen, das in jeder Seele zu Hause ist, wenn man sich da verbindet, dann kriegt man eine Gelassenheit und eine Ruhe. Egal wie stürmisch es ist. Im Indischen ist es so, Shiva sitzt in tiefer Meditation, während rundherum kreist wie ein Sturm die Welt. Oder es ist wie der Nordstern, das ist in ganz Sibirien, bei allen Nordvölkern. Der Nordstern ist wie das göttliche Bewusstsein und der ganze Himmel dreht sich ja, in 24 Stunden um den Nordstern, das Einzige, der stillsteht. Das ist, im Indischen wäre das Maya, die Göttin, die da tanzt, das ist das Leben. Und der Gegenpol ist Shiva, der ganz bewusst ist und diesen Tanz genießt. Und das ist auch in uns. Und wenn wir uns mit dem Shiva oder mit dem Nordpol in uns verbinden, dann können wir, egal wie schlimm die Situation ist, dann können wir Ruhe bewahren und Gelassenheit haben. Also so würde ich das erklären. Nicht, dass ich das habe unbedingt, aber so erkläre ich das. Man spürt schon diese gelassene, schöne Ausstrahlung. Ich danke dir sehr. Wunderschön, sehr lebendig. In dem Buch, meine Damen und Herren, finden Sie noch viele weitere wunderbare Geschichten. Das waren hier nur ein paar, die wir jetzt gehört haben. Und vielen Dank. Es hat mir echt Freude gemacht wieder. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Thomas. Ja. Schön, freue mich auch. Und natürlich können Sie das Video nachher noch sehen. Auf YouTube wird es veröffentlicht, natürlich auf der Litlounge, auch auf Mystica und allen anderen Kanälen. Sagen wir nochmal vielen Dank, liebe Freunde, liebe Zuhörer, Zuseher, Zuseherinnen. Was rede ich hier eigentlich? Es war sehr schön. Ich bin noch mitten im Flow. Es hat einfach so Freude gemacht. Alles Gute und noch einen schönen Abend.